Mein Name ist Barbara Kronberg, ich bin die Drehbuchautorin und Regisseurin von Mission Ojafunk. Ja, mein Name ist Romy Janin Hopp und ich habe Ulja in Mission Ojafunk gespielt. Mein Name ist Hildegard Schröter und ich habe die Oma Olga gespielt. Mein Name ist Rune Schweizer und ich habe den Schnitt von Ojafunk übernommen. Hi, Konstantin Kröning, ich bin der Kameramann dieses Films. Roshana Groshi-Beheshwishat, ich bin die Produzentin des Films Mission Ojafunk. Das Universum, unendliche Weiten. In exakt einem Tag fällt VR 24-1720 in Patchwork auf die Erde. Und ich werde dort sein. Ulja, das reicht. Was bringen die euch denn in der Schule dafür Unsinn bei? Mission Ojafunk ist die Geschichte von Ojafunk, die 13 Jahre ist. 13 Jahre ist sie alt und sie interessiert sich sehr für all das, was hoch oben im Weltall vor sich geht. Ulja entdeckt einen kleinen Asteroiden und kann berechnen, dass der die Erdlaufbahn kreuzen wird. Und ebenfalls, dass dieser Asteroid dann als Meteorit in Belarus auf die Erde fallen wird und kann sogar die Einschlagzeit und Uhrzeit bestimmen. Ulja beschließt selbst, an den Einschlagort zu reisen. Du fährst mich nach Patchwork und ich mache dafür 2 Wochen deine Hausaufgaben. Kein Interesse. Dann 3. Nope. 4. Daraufhin wird sie verfolgt vom Kirchenchor und von der Familie, einmal quer durch Deutschland, Polen bis nach Belarus. Wir machen das selbst. Alle einsteigen, ich fahre! Ulja ist ja sehr wissenschaftlich interessiert und Oma Olga ist ja sehr religiös. Und das ist so ein bisschen am Anfang so ein bisschen die Punkte, wo die sich so anecken, würde ich sagen. Einige Kinder wollen nicht mehr glauben an Gott, weil Ulja sagt, macht keine Sinn, dass Gott hat geschaffen, sondern nach Tageslicht. Ja, ohne Sonne kein Tageslicht. Jetzt fängst du auch noch an. Ist doch nicht meine Schuld, wenn die Bibel unlogisch ist. Für Oma Olga ist Mission Ojafunk auch eine Mission. Also der Titel ist sozusagen auch die Mission von Oma Olga. Für sie ist die Heimat das Wichtigste. Und die Heimat, sie sagt das einmal, und weil ich in Deutschland waren wir immer die Russen, in Russland waren wir immer die Deutschen, also haben wir unsere Heimat bei Gott gefunden. Und sie möchte eben auch, dass Ulja ihre Heimat findet. Und kann nicht begreifen, dass Uljas Heimat das Weltall ist. Ulja! Was ist hier los? Die klauen meine Sachen! Sie ist zu deinem Besten! Woher willst du wissen, was das Beste für sie ist? Und das führt zu Konflikten. Olga, du kannst nicht einfach Ulja Sachen weggeben. So wie ich kann. Wer gut bezahlt, der darf ihn tragen. Die Szene, die wir ausgesucht haben, ist sozusagen der Wendepunkt für fast alle Charaktere. Es ist der Wendepunkt für Ulja, die es geschafft hat, zu dem Zeitpunkt, wo sie die belarussische Grenze erreichen. Da kommen wir nie rüber. Einen Freund zu finden, endlich, und sich mal für einen Menschen zu interessieren, aber justamente in dem Augenblick ihr Ziel vor Augen hat und den Freund sozusagen stehen lässt. Wir sind zusammen bis hierhin gekommen. Und jetzt lässt du mich einfach stehen? Henk, meine Reise, meine Regeln. Wir haben einen Deal. Du fährst mich und ich mache deine Hausaufgaben. In der Szene ist das erste Mal so, dass Ulja emotional wird wegen der Beziehung zu einer anderen Person, also zu Henk in diesem Fall. Und da bricht so das erste Mal dieser Charakter von Ulja, weil sie davor immer so sehr wenig emotional war und wenig ihre Emotionen gezeigt hat. Du bist ein Arschloch, Ulja Funk! Für Oma Olga ist es ein Wendepunkt, weil sie ihre Angst überwindet und den Schritt rüber macht nach Belarus, um ihre Großenkelin zu retten. Die Oma Olga hat ganz entschieden, dass sie nie wieder die ehemalige Sowjetunion betritt. Also weder Russland, Weißrussland, Ukraine, Kasachstan, Usbekistan oder sonst ein Land der ehemaligen Sowjetunion, dass sie dann das auf sich nimmt und Ulja hinterher geht über die Grenze. Das ist ja vorher ist sie ja eher unfreiwillig mit dabei. Das ist ja auch ihre Liebe zu Ulja. Also auch wenn das eine etwas
wie das oft ist, eine etwas dominante Liebe ist. Es ist eine Liebe zu ihr. Eigentlich ist es ja eine große Szene, sage ich jetzt mal, die auch zeitlich sehr dicht beieinander liegt und wo sich ja durchaus auch die tragischen und die komischen Momente eben abwechseln. Komm alle ins Gefängnis und unser Chortreffen? Und dein scheiß Chortreffen. Halt doch mal die Klappe, Nelly. Das Schwierigste für mich an der Szene war natürlich der Part, wo ich geweint habe, also bei den vermeintlichen Schleppern. Weil natürlich ist es beim Film natürlich so, dass man aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven dreht. Das heißt, ich musste ja ganz oft hintereinander weinen, was es natürlich nicht ganz so leicht gemacht hat. Und genau, dadurch war das sehr schwierig für mich, so oft hintereinander zu weinen. Und da hatte ich aber auch natürlich auch ein bisschen Hilfe von der Maske, was man ja immer kriegt. Aber trotzdem ist es natürlich immer wieder schwierig, vor allem, weil ich das ja direkt in die Kamera gemacht habe, das jedes Mal gleich echt und realistisch rüberzubringen. Mehr nur Schnappatschuk. Das war natürlich auch der einzige Satz, wo ich eine andere Sprache sprechen musste, also Russisch. Patschuk. Patschuk. Da hatte ich es ja zum Glück nicht so schwer, wie Hildegard jetzt, die komplett den ganzen Film im Dialekt machen musste. Aber der eine Satz hat mir auch schon gereicht. Ich weiß bis heute nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Zu der ganzen Sequenz noch dazu sagen, die wurde eben auch nicht an einem Abend gedreht, sondern ich glaube über 4 oder 5 Tage. Beziehungsweise Abende, Schrägstrich Nächte. Das alles wurde auch nicht an der Grenze gedreht zwischen Polen und Belarus, sondern in Luxemburg, in einem brachliegenden ehemaligen Stahlwerk, in dem es kein fließend Wasser und vor allen Dingen kein Strom gab. Es bedurfte natürlich einer echt langwierigen Vorbereitung. Also es gab 2 Beleuchter, die 5 Tage lang Strom verlegt haben und die zusammen mit Christina diese ganzen, auch diese Lampen, die im Bild sind, sogenannte Selbstleuchter, also die, die man sieht, die aber auch die Szene beleuchten, montiert haben und mit Strom versorgt haben. Wir haben dann natürlich nicht nur mit 2, sondern gelegentlich auch mit 3 Kameras gedreht, dem Stuntgeschehen geschuldet. Das war alles natürlich planerisch im Vorab mit viel Aufwand verbunden, mehr Aufwand als üblicherweise. Und dann hat es zwischendurch auch noch geschneit und dann, weil der Anschluss dann natürlich nicht mehr stimmte, musste der Schnee weggeschmolzen werden mit irgendwelchen Brennern. Und so wurde das immer aufwendiger und aufwendiger und aufwendiger. Es gab ursprünglich mal ganz am Anfang die Idee, tatsächlich diese Sequenz tatsächlich auch als Tagbilder zu drehen, was natürlich organisatorisch viel einfacher gewesen wäre, aber atmosphärisch, visuell viel weniger eindrucksvoll gewesen wäre. Die allerletzte Szene, in der dann der Meteorit einschlägt, ist dann natürlich eine, in der es zum Beispiel auch ein Storyboard gab, ja, wo das von vornherein klar war, welche Einstellungen, wann, wie lange, auf wen gedreht werden. Auch ein Instrument, das für die weitere Postproduktion, also für die digitale Bearbeitung des Meteoriten später, ganz wichtig war. Für Barbara und mich war im Schnittraum die Herausforderung, dass wir versuchen, durch einen Rhythmuswechsel uns da komplett auf die jeweilige Figur zu fokussieren, ohne wiederum den anderen das Wasser abzugraben. Also wie lang kann man bei jemandem sein? Wie schnell macht man die Wechsel? Das haben wir eben versucht so auszuloten, dass alle Figuren eigentlich ihren maximalen Impact bekommen. Also wenn dann eine Weile gelitten wurde, eben dann auch wieder ganz bewusst Momente zu schaffen, wo man dann auch wieder lachen darf. Olja, Olenja, es ist ein Wunder. Nach 40 Jahren treffen wir uns wieder, ausgerechnet in diesem Land. Aber wenn wir weiter so rumhüpfen, verpassen wir VR 24-17-20. Und ich würde hier auch nochmal eine Lanze brechen für die Musik und für die Kostüme, die beide großartig waren. Und die Kostüme, die so präzise waren, dass es echt eine Freude war, Nicole Gutmacher beim Arbeiten zuzuschauen.
Und André Djidjuk, der die Musik komponiert hat, hat wirklich Großartiges geleistet. Weg mit deiner Leiche! Das Drehbuch war eines der lustigsten Drehbücher, das ich gelesen habe. Jesus! Ich habe dann beim Schreiben irgendwie, also wie gesagt, ich habe es auch geschrieben, habe ich ein paar Mal gesagt, Roschi, soll ich es mal ein bisschen kleiner schreiben lieber? Oder soll ich mal ein bisschen was rausnehmen? Könnte ja doch ein bisschen aufwendig werden. Und Roschi hat immer gesagt, nee, schreib alles rein. Schreib alles rein. Ja. Und so haben wir nicht, also habe ich nicht nur alles reingeschrieben, wir haben dann halt auch alles gedreht. Und auch alles reingeschnitten. Der Grund, warum ich diesen Film gemacht habe, ist, weil er zu mir spricht. Also dieser Humor, den Barbara hat und den auch dieser Film hat und den auch das Drehbuch hatte. Und Barbara ist eine exzellente Autorin, wenn ich das sagen darf. Der spricht zu mir. Das ist ein Humor, den ich verstehe. Und es ist auch ein Thema, das ich verstehe, dieses, wo gehöre ich hin? Wo ist mein Platz in dieser Welt, auch wenn ich anders bin? Und das haben ja viele. Und das eben in eine Komödie zu verpacken, fand ich schon sehr spannend. Und der Grund, warum ich Barbara sagte, schreib erst mal, wir gucken mal, ist, weil diese Geschichte ein ganz bestimmtes Gefühl transportiert. Und dieses Gefühl braucht diese Bilder. Und da irgendwie die Schere anzusetzen, hätte dieses Gefühl reduziert. Und das wollte ich nicht. Dann ist Ulja ja auch ein eher etwas sperriger Charakter. Das muss man ja auch sagen, die glänzt jetzt nicht in erster Linie durch ihre Liebenswertigkeit, ja, also dadurch, dass sie liebenswert ist oder besonders freundlich zu allen ist, was durchaus aber so gewollt war und was ich auch wichtig finde, gerade wenn man gerade jetzt heutzutage Filme macht über junge Frauen und Mädchen, sollte es aus meiner Sicht nicht darum gehen, zu gefallen und besonders nett zu allen zu sein und dadurch ans Ziel zu kommen, sondern seinen eigenen Weg zu wählen und hinter dem eigenen Charakter zu stehen. Bist du rastlenter? Deswegen. Bist du total bescheuert? Ist so eine super Erinnerung. Und eine super Spur. Falls du es noch nicht bemerkt hast, ich muss in genau 24 Stunden in Patchwork sein. Deine Aufgabe ist es, mich dorthin zu bringen. Du fährst keine Umwege, hältst dich an die Verkehrsregeln. Wählst Brille, Bart und Hut an. Versuchst auf gar keinen Fall aufzufallen. Klaus nix, machst kein Alleingehen. Noch was? Ja, meine Reise, meine Regeln. Dieser Film ist eine großartige Leistung einer Debütantin. Es ist eine Reiseproduktion, es geht über drei Länder. Es ist ein Ensemblefilm, es sind Tiere drin, Kinder, VFX, SFX, Stunts, das komplette Programm. Und ich finde, Barbara hat das ganz hervorragend gemeistert. Also ich habe mich wie Bolle gefreut, wie man hier so schön sagt im Ruhrpott. Und ja, es ist einfach, allein nominiert zu sein, ist eine mega Auszeichnung irgendwie. Freut mich für wirklich alle, die mit sehr viel Herzblut an diesem Film gearbeitet haben. Aber ganz besonders freut es mich für Roschi, die da den Glauben an dieses Projekt hatte und ja auch an mich in einer bestimmten Art und Weise, das so durchzuziehen. Ich fand auch, es war ein sehr entspanntes Verhältnis von Brian und wir hatten alle auch wirklich sehr viel Spaß am Set. Das fühlt sich jetzt auch an wie irgendwie der Meteorit, der vom Himmel fällt am Ende einer langen, großen Reise. Wir können sie an die Leitplanke binden. Olga ist doch kein Hund, den man einfach so aussetzen kann. Du würdest deinen Hund aussetzen? Was bist du denn für ein Mensch?